One Way, No Limit. Ja, heute machen wir ein Video zum Thema Blutzucker. Also, wir haben das Thema schon öfters angesprochen, gerade im Zusammenhang mit manchen Ergänzungen, also sei es jetzt mal Wachstumshormone, was da sehr, sehr kritisch sind, wo man auch Blutzuckerspitzen bekommt. Ist es einfach so, Leute, Blutzucker muss man kontrollieren, gerade wenn man in bestimmten Trainingsphasen ist, die dann halt zum Beispiel Carboloading beinhalten oder Mastphasen mit Kohlenhydrate oder dieses, ich muss nach dem Training unbedingt sofort schnell regenerieren und muss ich mir Dextrose reinkippen, 100 Gramm plus noch Geschichten dazu, kurzkettige Aminosäuren, die auch in Zucker umgewandelt werden. Also da sind viele Faktoren dabei, da sollte man das tun. Ja, man sollte den Blutzucker kontrollieren. Da bin ich völlig d'accord, das ist auch meine Rede, aber das ist nur die halbe Geschichte. Ja, es reicht also nicht bloß zu kontrollieren, ob der Blutzucker sich relativ schnell wieder einpegelt, sondern man sollte seiner Gesundheit zuliebe, gerade in die Zukunft gerichtet, natürlich auch immer das Insulin kontrollieren und sollte kontrollieren, ob man nicht auf eine Insulinresistenz rausläuft. Ja, also Insulinresistenz rauslaufen heißt, dass man eine Prädiabetik langsam aufbaut. Und so eine Prädiabetik ist halt nichts Schönes, weil merkst du das sehr lange nicht. Und das Problem ist halt, die kommt halt dann später irgendwann, weil, und das wollen wir hier in dem Video mal ganz kurz ein bisschen besprechen, wenn der Körper noch, der Pankreas, genügend Insulin produzieren kann, dann reguliert sich in der Regel auch dein Blutzucker. Ja, der reguliert sich in der Regel in einem gewissen Fenster. Ja, man sagt normalerweise so, ja, es sollte so um die 100 Milli... sollte eigentlich irgendwo so liegen. Die Geschichte ist aber relativ flapsig in einem Referenzwert oder in einem Grenzwert eingefasst, der eigentlich viel zu hoch ist und das weiß man auch. Man sollte eher so bei 70, 80 liegen beim nüchternen Wert und sollte dann das auch nach dem Essen relativ schnell wieder in den Bereich reinregeln. Haben wir das Thema, gewisse Mengen Insulin können wir produzieren, vielleicht können wir es nicht permanent aufrechterhalten über den Tag hinweg, dann haben wir das Thema, dass wir einfach hier nachschauen müssen, wie verhält sich es denn, wie viele Speisen können wir denn reinschieben, wie viele kohlenhydratlastige Speisen können wir reinschieben, wie viele Stressphasen können wir generieren, damit wir einfach die genügend Menge Insulin produzieren können oder muss man eventuell als Sportler manchmal auch mit einem kurzen Insulin ergänzen, um eben das zu kompensieren in dem kurzen Zeitfenster. Es ist wieder ein Unterschied zwischen einem kurzen und einem langen, das habe ich in einem anderen Video schon mal erklärt, da können wir auch gerne nochmal ein Video machen. Hier geht es mir jetzt eigentlich nur um die Insulinresistenz, die sich schleichend entwickeln kann. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn der Körper über längere Zeiträume hohe Insulinwerte kriegt, gerade Spitzen, und die dann über die Flanken langsam abgebaut werden, sodass Spitze auf Spitze folgt und du kumulierend also hohe Werte hast, dann baut sich langsam eine Insulinresistenz bei Zellen auf. So, das heißt,